Alles Gute zum Geburtstag, Alex. Hier ist dein Geschenk. Ist das für mich? Ich glaub's nicht. Das ist ein VR-Headset. Mein Traum ist wahr geworden. Es ist Zeit für mich, ein Jedi zu werden. Oh ja, möge das Headset mit mir sein. Geht er etwa in mein Zimmer? Die dunkle Seite wird verlieren. Ups, wo ist mein Lichtschwert? Ein Jedi braucht ein Lichtschwert. Da ist es ja. Keiner kann mich besiegen. Was ist denn da los? Alex? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Alex, du musst ein neues Schloss für Mila bauen. Das überlassen wir ihm. Er kriegt das schon hin. Mission: Schloss kann beginnen. Sehr gut, ich habe es abgesperrt. Aber wie kann ich jetzt in das Zimmer gehen? Der Bau. Teil 2. Das war's. Es gibt noch Süßigkeiten. Wir sind zu Hause. Oh, ist das ein Pfeil mit Süßigkeiten? Wo führt der hin? Zu Milas Zimmer. Gut, los, wir schauen mal nach. Alex, mein Schloss ist in den Wolken. Hier gibt es so viele Sachen. Alex, das hast du sehr gut gemacht. Übrigens, Dad, auf meinem Bauplan steht ein Aufzug. Oh nein, der ist zu teuer. Nur wenn dieses Video 20.000 Likes bekommt. Dad wird ihn bezahlen, wenn dieses Video 20.000 Likes bekommt. Ich erzähl dir gleich, wie ich dieses Schloss in den Wolken gebaut habe. Ich wollte dich nicht zerhacken. Das ist deine Schuld, Schloss. Okay, es kann losgehen. Als erstes sollte ich diesen Krempel loswerden. Hey, Lebkuchenmann, könntest du mir dabei helfen? Danke, Kumpel. Und los. Du bist der Beste. Ich feg erstmal. So, fertig. Nee, die Kommode muss noch weg. Oh, was haben wir denn da? Milas Lieblingsschloss. Und Wolken. Oh, ich habe da eine Idee. Ich weiß, wie man das beste Schloss für meine Sis baut. Ich werde es kombinieren. Ein Schloss in den Wolken. Das ist eine geniale Idee. Tschüss, Chaos. Hier kommt dein neues Schloss hin. Und jetzt kann ich anfangen zu bauen. Seid ihr bereit? Hey, du! Leg die Axt weg. Los geht's. Aufgepasst.
Profis arbeiten hier. Das macht echt Spaß. Gut gemacht. Zeit zum Streichen. Dieser Rahmen muss zusammengebaut werden. Und los! Oh, ich brauche Hilfe. Aber wo kann ich Helfer finden? Klar, ich habe doch eine passende App. Wen haben wir denn da? Ray, die Bedrohung der schlechten Baukunst. Susie, die süßeste Malerin aller Zeiten. Ich mag sie. Steve, ein halber Handwerker? Was auch immer das heißen soll. Er kriegt eine Chance. Seid ihr alle schon da? So schnell? Ray, Susie und Steve? Was ist los mit dir? In meinem Profil steht, ich bin ein halber Handwerker. Ein halber? Nee, so war das also gemeint. Du kannst woanders bauen. Raus hier. Warte, Alex. Sieh dir seinen Bizeps an. Dein Arm ist stärker als wir alle zusammen. Ich gebe auch 50% Rabatt. Okay, Deal. Du kannst bleiben. Ich glaube, Ray ist hier der halbe Handwerker. Ja, sieht so aus. Du bist gefeuert, Ray. Das war's. Wir können anfangen. Hey, so leicht wirst du mich nicht los. Gut, fangen wir an. So, hier ist der Bauplan für das Schloss. Einer für alle und alle. Mein Arm! Wartet. Als erstes muss die Wand mit Wolken verziert werden. Schneidet Wolken aus. Kommt! Zuerst zeichne ich eine Schablone und schneide sie entlang des Umrisses aus. Puh, das ist gar nicht so leicht. Ich muss vorsichtig sein. Immer mit der Ruhe. Die Wolke ist fertig. Hey! Was? Nur eine? Hast du so lange gebraucht? Ich habe es geschafft, den ganzen Himmel zu machen. Wow! Geht doch! Der Himmel ist unglaublich. Und jetzt schieb das Gerüst her. Komm schon, mach schon. Streng deine Muskeln an. Gute Arbeit, Alex. Setz die Basis auf das Fundament. Wow. Nimm den Balken, Ray. Mein Arm ist gebrochen. Ich kann ihn nicht tragen. Zeit, den Rahmen zu bauen. Hier, Steve. Nein, mein Arm ist gebrochen. Schon vergessen? Lasst uns die Schrauben festziehen. Kommt her! Leute, das haben wir super hinbekommen. Leute, wir müssen uns beeilen. Na los! Hoch! Weiter! Ja! Halt! Runter! Runter! Das nenne ich mal Teamwork. Lasst uns die Rückseite sichern. Hey, ich schaff das nicht. Mein Arm. Susie, du bist so süß. Könntest du leiser sein? Sorry, Leute. Stopp. Hey, hört auf, ihr tote Tauben. Ignorier ihn. Also echt. Sorry, mein Arm ist immer noch gebrochen. Faulpelz. Susie, wir machen weiter. Zweite Strophe. Ja, halt es gerade. Sehr gut, Alex. Gute Arbeit. Sehr gut, Leute. Ich hätte es selbst nicht besser machen können.
Lasst uns die Regale schließen. Sehr gut. Essenszeit. Steve, gute Beinarbeit. Zeit für Bau-Kung-Fu. Stellt das Dach auf. Super. High Five. Oh, du wirst dich an den Gips gewöhnen. Meine typische Baummethode. Halt es gerade, Ray. Dynamit. Und halt dir die Ohren zu. Hättest du nicht einfach einen Bogen ausschneiden können? Wo soll ich einen Regenbogen malen? Oh, Steve. Was gibt's? Die stehen deine Klamotten. Oh, Steve. Du bist echt ein Gentleman. Übrigens, ich könnte auch deinen Gips gebrauchen. Mach dich bereit, Steve. Nicht bewegen. Unser Regenbogen ist so schön geworden. Los, Leute. Streich das Schloss rosa. Das ist unglaublich. Oh, meine Hände sind voller Farbe. Regenmodus an. Ich schulde dir was, Wolke. Wie hat sie das gemacht? Komm schon, Wolke. Mach schon. Oh nein, Gewittermodus. Vermisst du etwas, Steve? Oh, stimmt. Mein Gips. Psst. Susi, willst du den Prank des Jahres machen? Ray, du siehst so süß aus, wenn du Nägel einhämmerst. Gute Arbeit. Bye. Der Prank hat funktioniert. Aber wir haben mit so einer Wucht nicht gerechnet. Ihr macht mich wahnsinnig. Und was machen wir jetzt? Hey, Steve, komm her. Leute, wie wär's mit einem Trampolin? Nein. Nein. Nee. Stimmt. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Jeder benutzt eine Leiter. Schon besser. Sehr gut, Steve. Pass auf, Ray. Sichere die Leiter. Sehr gut. Bist du hier fertig? Komm schon, raus mit dir. Mach Platz für einen Profi. Ich werde die Leiter mit Filmmaterial verzieren. Mehr Wolken. Wow. Das ist perfekt. Was machen wir mit dem Rest? Hm, ich weiß. Wow. Noch mehr Wolken. Wow. Mein Wolkenregal ist so weich geworden. Und jetzt klebe ich noch rosa Wolken an. Das wird eine himmlische Fußleiste. Der Boden wird mit einem weichen Teppich bedeckt. Susi, gib mir einen Marker und ein Messer. Ich werde einen Styroporbaum machen. Coole Idee. Ich werde ihn anmalen. Du weißt doch, ich bin die beste Malerin. Ich darf nichts vergessen. Fertig. Danke, Susi. Wo kann ich ihn befestigen? Da drüben. Diesem Himmel fehlt etwas. Stimmt. Ich werde meine Fotos befestigen. Steve, was machst du da? Das ist das Schloss meiner Schwester. Hier wird es keine Fotos von dir geben. Mir reicht es mit diesem Sixpack. Die Regale im Schloss werden mit diesen Bildern verziert sein. Hör nicht auf, Alex. Wir brauchen mehr Wolken. Holz wird ein perfekter Aufhänger für eine kleine Prinzessin sein. Die Decke ist fertig. Das nenne ich mal Teamwork. Oh, mein Fehler. Kommen wir zur Außengestaltung. Seht ihr? Das Haus leuchtet wie von Zauberhand. Das Schloss braucht Turmspitzen. Wahnsinn. Und wir malen sie gelb an.
es für ihn leisten. Das hier hast du vergessen, Susi. Steve, du machst überhaupt nichts. Was meinst du? Ich esse Eiscreme. Hm. Coole Idee. Zeit für Waffelhörnchen. Ab in den Ofen. Oh, wie das duftet. Jungs, hier sind eure Waffeln. Ein riesiges Waffelhörnchen. Nein, Steve, das ist kein Snack. Das ist dein Dach. Sogar die Waffeln müssen rosa sein. Alex, das musst du ausgleichen. Es darf nicht schief sein. Na schön. Hier, kauf diese Rutsche, okay? Klar. Klopf, klopf. Hier ist die Rutsche. Oh, danke, Steve. Sie ist perfekt. Polizei, wir suchen unsere Rutsche. Sie wurde gestohlen. Oh, ich war das nicht. Sorry. Und was ist das? Das ist unsere Regenbogenrutsche. So sah sie schon aus, als wir sie gekauft haben. Ich will mein Geld zurück, du Betrüger. Wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch die Vorhänge für unsere kleine Prinzessin aufhängen. Lilas Lieblingsspielzeug verteilen. Und natürlich eine Krone. Ein Teddy. Und weiche Laken. Wow, das haben wir unglaublich gemacht. Oh, sie sind da. Wir müssen los. So habe ich das Schloss gebaut. Sehr gut, Alex. Ach, was soll's. Wow. Mir gefällt alles. Eine Leiter, die direkt in den Himmel führt. Und meine eigenen Wolken. Und sogar eine Regenbogenrutsche. Ich bin eine echte Prinzessin. Seht mal, Leute. Sie liebt es. Alex, was ist das? Hände weg. Das gehört mir. Hoffentlich reichen diese Bretter aus. Messen. Und sägen. Weiter geht's. Ich hab sie fallen lassen. Und los. Ich baue das Gerüst zusammen. Jetzt muss ich die Ecken stabiler machen. Komm her, guter Junge. Montier die Decke. Das ist der Platz für den Turm. Es fehlt nur noch eine Spitze. Die schneide ich aus Pappe aus und klebe sie fest. Geschafft. Jetzt gehe ich in mein Zimmer. Was kann ich noch für meine Konstruktion verwenden? Klar, die Schranktür brauche ich sowieso nicht. Ich mache daraus eine Mauer. Yes! Ich glaube, ich bin fertig. Und wie komme ich hier wieder raus? Mein Lichtschwert. Yeah. Ein echter Jedi hat sein Lichtschwert immer dabei. Ich habe den Turm vergessen. Jetzt ist er fertig. Streichen ist der wichtigste Teil.
das schaffe ich schon. Ich brauche Ziegel. Ich schneide Ziegel aus Styropor aus. Es sieht nicht realistisch genug aus. Ich habe eine Idee. Ich erstelle die richtige Textur mit Folie. Jetzt male ich jeden Ziegelstein rosa an. Das ist die Lieblingsfarbe meiner Schwester. Irgendwas fehlt noch. Ich brauche LED-Lichter. Hast du Lichter bestellt? Endlich! Hier ist deine Bestellung. Ich bezahle mit einer Gitarre. Wow, cool! LED-Lichter. Ich muss sie nur noch anbringen. Und hier auch. Was ist das? Sind das Blitze? Ich habe eine geniale Idee. Ich brauche Zuckerwatte. Eine Menge Zuckerwatte. So viel habe ich nicht. Okay, ich krieg das schon hin. Sehr gut. Die Zuckerwatte verwandelt sich in einen Himmel mit Wolken. Lichteffekte. Es funktioniert nicht. Oh, stimmt. Der Stecker. Wow. Ich bin ein Genie. Oh nein, diese Balken machen alles kaputt. Ich muss sie mit Stoff bedecken. So, jetzt kann ich die Möbel reinholen. Ein Tisch, ein Stuhl. Was ist das? Oh, Bilder von meiner Schwester. Die kann ich als Deko verwenden. Mögt ihr sie? Alle sind hier. Ein Splitter. Das tut weh. Das muss repariert werden. Ich mache einen Rahmen für das Fenster und die Tür. Ich nehme die Farbe Gelb und füge noch Wolken hinzu. Hier müssen Vorhänge sein. Ich hole welche. Ein Clown? Der ist so aufdringlich. Selbst seine Tricks sind langweilig. Das ist eine tolle Idee. Ich kaufe diese Requisiten. Das ist perfekt. Danke. Ich werde den Vorhang hier und hier aufhängen. Ein Herz. Meine Schwester wird sich freuen. Aber wie komme ich hier hoch? So wird das nichts. Was könnte ich als Leiter verwenden? Das wird klappen. Hey Teddy, kannst du mir helfen? Meinst du mich? Klar, ich habe es fast geschafft. Yeah, fertig. Danke, Bro. Gern geschehen. Puh, das war gar nicht so einfach. Wer bist du? Eine Prinzessin. Oh, eine Prinzessin. Geh und schau dir ein anderes Schloss an. Dieses hier ist schon besetzt. Prinzessinnen sind nicht erlaubt. Du bist so fies. Die Prinzessin ist weg. Jetzt kümmere ich mich um die Treppe. Erledigt. Aber sie braucht noch kuschelige Laken. Teddy, du hast das Sagen. Und ich kümmere mich um die Beleuchtung. Diese Laterne sieht aus, als käme sie direkt aus einem Schloss. Warte, wie komme ich hier runter? Ich weiß. Eine Rutsche. Die hier ist perfekt.
Das war knapp. Und so habe ich alles gebaut. Das ist so cool. Danke, Alex. Ich gehe und hol Mom. Es ist so schön. Es gibt auch eine Treppe und einen zweiten Stock. Eine Laterne und Sterne. Ich kann den Himmel erreichen. Magst du es? Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Alex. Jetzt kann ich eine Pause machen. Ich werde zocken. Oh, oh. Die PlayStation. Wer rastet, der rostet. Ha! Ich habe gewonnen.